Heute nehme ich euch mit auf eine spannende Reise durch Irland, der grünen Insel im Nordwesten von Europa. Hier erwarten euch traumhafte Schlösser, scharfe Felsen und wild gelegene Küstenstraßen. Begleitet uns auf unserer 15-tägigen Reise mit dem Motorrad durch diese Landschaft wie aus dem Bilderbuch. In 4000 atemberaubenden Kilometern geht es einmal um die komplette Insel. Mitte Juli starten wir zu viert. Niklas mit seiner Suzuki Bandit 1200, Baujahr 1999. Victor mit seiner Kawasaki Z800 mit 114 PS. Marco mit der nagelneuen BMW GS 1200. Und ich mit meiner treuen 7 Jahre alten 1250er Bandit. Auf dem Weg nach Irland müssen wir erstmal 1300 Kilometer über die Autobahn zur Fähre fahren. Davon 900 Kilometer in Frankreich. Das bedeutet vor allem eins: Zahlen, Zahlen, Zahlen. Gefühlt alle 50 Kilometer kommt wieder eine Mautstation. Die Autobahnen in Frankreich sind meist in privater Hand und die Besitzer entscheiden die Gebühren für die Befahrung selbst. Da wir 2 Tage für die Anreise Zeit haben, machen wir oft Rast und behalten unsere gute Laune bei. Nach ziemlich genau 1000 Kilometer erreichen wir Etretat an der Normandieküste. Ein sehr lohnenswerter und zu empfehlender Zwischenstopp auf dem Weg zum Fernhafen in Sherbrooke, der ebenfalls an der Normandie liegt. Etretat ist bekannt für seine fast 100 Meter hohen steilen Kreidefelsen, die immer wieder bizarre Gestalten annehmen. Ein unterirdischer Fluss und maritime Erosion haben diese natürlichen Bögen erschaffen. Die Steilklippen hier sind Teil der 120 Kilometer langen Alabasterküste, auf der immer wieder bis zu 100 Meter hohe Kreidefelsen aus dem Meer ragen. Dieses Gebiet hier ist touristisch gut erschlossen und bietet Sehenswürdigkeiten für eine eigene Reise. Da wir aber weiter müssen, ist dies der einzigste Zwischenstopp hier. Über Feldwege geht es wieder zurück auf die Autobahn. Hier geht es vorbei an Le Havre auf eine riesige Brücke über die Seine, einen der längsten Flüsse Frankreichs. Gut 150 Kilometer später verlassen wir die Autobahn wieder. Unser nächstes Ziel ist das kleine Örtchen Longues-sur-Mer, wo wir die Batterie des Longues-sur-Mer besuchen. Eine gigantische Waffenanlage der Deutschen aus dem Zweiten Weltkrieg, die zum Schutz vor einer Seeinvasion errichtet wurde. Dicke Flakgeschütze ragen dort noch heute aus den massiven Betonbunkern, die wir bei sinkender Sonne bestaunen. Wir fahren weiter, immer entlang an D-Day-Denkmälern und kommen zum Overlord-Museum im Ort Le Bray. Von hier aus geht es weiter zum geschichtsträchtigen Omaha Beach. Dieser Strand hier hat eine große historische Bedeutung in der Wende des Zweiten Weltkriegs. Das Omaha Beach Memorial erinnert an die gefallenen Soldaten vom 6. Juni 1944. Damals sollen an diesem Strand rund 3000 US-Soldaten gefallen sein. Sie alle waren Teil der Operation Overlord, die dem Zweck diente, Frankreich und Westeuropa von Nazi-Deutschland zu befreien. Es verursachte Gänsehaut, bei Sonnenuntergang an diesem Ort zu stehen. Wir schlagen unsere Zelte direkt an einem Steilhang über dem Strand auf. Plötzlich wird die Stille der Nacht durch ein riesiges Feuerwerk durchbrochen. Das Feuerwerk erhellt den Himmel über dem Omaha Beach. Grund für das Feuerwerk war der Nationalfeiertag der Franzosen, zur Erinnerung an den Beginn ihrer Revolution. Immer noch geflasht von den megamäßigen Eindrücken des ersten Tages, bauen wir am nächsten Morgen die Zelte ab. Wildcampen an diesem geschichtsträchtigen Ort war für mich ein besonderes Erlebnis. Die Atmosphäre an diesem Morgen, windig und leicht bewölkt, war einfach nur fesselnd und aufregend.
Ich gehe kurz in mich und stelle mir vor, wie hier vor 75 Jahren anstatt diesen Gleitschirmflieger Kampfflugzeuge durch die Luft sausten. Und wie an diesen Steinen hier tausende und abertausende Soldaten an Land kamen. Über 150.000 Mann der Alliierten landeten damals in der Normandie, davon fast 35.000 allein am Omaha Beach. Hier war aufgrund des starken deutschen Abwehrfeuers die blutigste Schlacht des D-Day, die wiederum als Grundlage für den Hollywood-Film Der Soldat James Ryan gilt. So, genug zur Geschichte. Wir fahren weiter zu unserem Fernhafen in Sherbrooke, denn es soll ja schließlich nach Irland gehen. Im Hafen von Sherbrooke angekommen, fliege ich mit meiner Drohne über eine alte Hafenwehranlage, die im Zweiten Weltkrieg komplett zerstört wurde. Heute ist ihre Ruine ein tolles Fotomotiv. Der Hafen von Sherbrooke hat die größte künstliche Reede der Welt. Er wird vor allem als Militärhafen und als Fernhafen nach Irland genutzt. Auch wir starten hier mit der Stena Line von Sherbrooke nach Rosslare in Irland. Die Reederei Irish Ferries fährt von hier auch direkt nach Dublin. Auf der Fähre geparkt, verzurren wir noch kurz unsere Motorräder und gehen an Deck. Beim Auslaufen bestaunen wir nochmals die Größe des Hafens und verabschieden uns vom europäischen Festland. Also hier kommen wir morgen an, fahren wir auf den Rock of Cashel hoch und von da aus wieder an die Südküste runter bis Kinsale oder Wild Atlantic Way starten. Niklas hat die Route durch Irland bis ins Detail ausgearbeitet. Schnell finden auch andere Biker Interesse an unserer Karte. Diese Gruppe hier nennt sich Buffalo Bikers und kommt aus Paris. Sanft schiebt sich unsere mittelgroße Fähre den Ärmelkanal hinaus. Als die Sonne langsam ins Meer fällt, sehen wir weit und breit kein Land mehr. Irland begrüßt uns mit einer tollen Atmosphäre. Als wir anlegen, ist Rosslare noch im Morgennebel versunken. Doch schon kurze Zeit später taucht die Sonne auf. Bei bestem Wetter, doch leicht verkatert von der vorhergehenden Party auf der Fähre, starten wir unseren Trip in Irland. Auf direktem Weg geht es zu der Stadt Cashel. Hier findet sich das Rock of Cashel, eins der beliebtesten Fotomotive in ganz Irland. Die Steinburg mit Gartenanlage thront auf einem 65 Meter hohen Hügel hoch über der Stadt und ist ein einzigartiges Monument irischer Geschichte. Schon im Altertum soll sie als Sitz von Feen und Geistern verehrt worden sein. Erbaut wurde die Burg vermutlich im 11. Jahrhundert und ist somit schon knapp 1000 Jahre alt. Bis auf das Rock of Cashel ist das Landesinnere hier in Irland ziemlich öde, deshalb fahren wir auf dem schnellsten Weg zum Atlantik. Den ersten Blick erhaschen wir beim Old Head of Kinsale, dem offiziellen Start bzw. Endpunkt des Wild Atlantic Ways. Hier fallen schroffe Felsen direkt ins Meer hinunter. Genau so habe ich mir das vorgestellt in Irland. Als Wild Atlantic Way bezeichnet man übrigens die 2500 Kilometer lange Küstenstraße entlang der Westküste Irlands. Hier hat man immer wieder gigantische Aussichten auf den Atlantik. Und aufgrund der Länge zählt dieser Weg zu den längsten Küstenstraßen Europas. Wer die 2500 Kilometer komplett fahren möchte, der sollte sich gut 10 Tage Zeit nehmen. Denn mehr wie 250 Kilometer Tagesleistung ist hier kaum machbar auf diesen engen Straßen. Wir fahren weiter auf die erste der vier südwestlichen Halbinseln Irlands. Am Ende des südlichen Fingers der Meathen-Halbinsel befindet sich der sogenannte Meathen Head. Hier kann man über eine Brücke zu einem Leuchtturm laufen.
Dafür haben wir jedoch leider keine Zeit und fahren wieder zurück, um auch noch zum nördlichen Finger der Miezenhalbinsel zu gelangen. Die Gegend hier zählt zu den abgeschiedensten Regionen von komplett Irland. Die Straße zum sogenannten Sheepshead ist für mich das absolute Highlight an diesem Tag und eine der genialsten Straßen auf dieser Insel. Auf dem 27 Kilometer langen Weg zum Sheepshead ist uns wirklich kein Mensch begegnet. Vielleicht lag es auch daran, dass wir schon 21 Uhr hatten. Am Ende der spitzen Landzunge befindet sich ein einzelnes Haus und ein kleiner See. Doch von anderen Menschen ist weit und breit keine Spur. Das Gefühl hier draußen kann man wirklich kaum in Worte fassen. Es fühlt sich an wie pure Freiheit. Hier kann man nochmal gut den nördlichen und den südlichen Finger der Miezenhalbinsel erkennen. Es sind wahnsinnig tolle erste Eindrücke an diesem Tag. Um circa 10:30 finden wir einen geeigneten Schlafplatz auf einer abgelegenen Straße und bauen bei leichtem Regen unser Lager auf. Der nächste Morgen hat wieder Sonnenschein für uns übrig. Wir kochen Kaffee und lassen den Morgen ganz gemütlich angehen. Wir hatten richtig Glück mit diesem Wildcampingplatz, den wir bei Nacht nur durch Zufall gefunden haben. Er liegt direkt am See Avowal und hat eine tolle Bergkulisse im Hintergrund. Da wir gestern Abend noch etwas nass geworden sind, lassen wir unsere Sachen noch ein bisschen zum Trocknen in der Sonne hängen, bevor es wieder losgeht. Um ca. 11 Uhr rollen unsere Räder wieder über den Asphalt. Heute stehen einige Highlights auf dem Programm. Das erste ist der Ring of Barrier, der Rundkurs über die zweite südwestliche Halbinsel. Die Straße endet hier am sogenannten Lambshead, wo sich die Dersey Cable Car Station befindet. Es ist Irlands einzige Seilbahn, die von den Einheimischen nur The Box, die Kiste, genannt wird. Mit ihr kann man auf die Dersey-Insel rüberfahren. Neben Menschen hat diese Bahn entweder Platz für eine Kuh oder 6 Schafe, die übrigens Vorrang haben. Die 4 südwestlichen Halbinseln werden meiner Meinung nach erst weiter draußen im Atlantik richtig schön. Nahe am Festland ist die Weitsicht meist durch Bäume und Büsche beschränkt. Doch nach ca. 10 Kilometern wird die Aussicht genial und man hat immer einen guten Blick auf den Atlantik und scharfe Felsen. Zudem werden die Straßen immer schmaler und kurvenreicher. Auch befinden sich die großen Ortschaften eher in Festlandnähe. Und weiter draußen ist so gut wie keine Besiedelung mehr. Das alles bedeutet in Summe Naturgenuss und Motorradfahrspaß pur. Die Küstenstraße im äußersten Nordwesten der Barrier-Halbinsel namens 575 war eine der schönsten Straßen auf unserer Tour. Doch sie ist nicht die einzigste Straße, die ein Biker auf Barrier gefahren sein muss. In der kleinen Ortschaft Larac rechts abgebogen kommt man auf die nächste Highlightstraße hier, den sogenannten Healy Pass. Mit seinen gut 12 Kilometern Länge und 300 Metern Höhe ist diese Straße ein echter Traum. Klar ist es nicht der höchste Pass, doch landschaftlich kann er es locker mit vielen Alpenpässen aufnehmen und ist so ein echter Motorradfahrertraum. Die Passstraße wurde 1847 in der Zeit der großen Hungersnot gebaut, um den Leuten Arbeit und Brot zu sichern. Benannt ist der Pass übrigens nach dem ersten Generalgouverneur der Republik Irland, Michael Healy. Das Gebirge hier nennt sich Caher Mountains und erinnert mich schon fast ein bisschen an die schottischen Highlands. Wir verlassen diese Halbinsel. Der Ring of Barrier ist mit Sicherheit einer der schönsten Rundkurse der Insel. Doch die Straße, die wir jetzt befahren, landet auf meinem Ranking von Irland auf Platz 1. Mit einem Dauergrinsen unter dem Helm schrauben wir uns diese 463 Meter hohe Straße hinauf in die Berge. In der Mitte der Fahrspur wächst bereits Gras durch den Asphalt und die Straße ist teilweise so eng, dass nicht mal 2 Motorräder aneinander vorbeikommen würden.
Schlaglöcher und Bodenwellen, auf denen man fast abhebt, wechseln sich hier permanent ab. Man fühlt sich fast wie in einem Zombie-Film, denn außer den Schafen scheint hier oben seit Jahren keiner mehr gewesen zu sein. Ich löse das Rätsel auf. Es handelt sich um den Priest's Leap. Ein nur ca. 10 Kilometer langer Pass, der es auf die Liste der gefährlichsten Straßen der Welt geschafft hat. Über 400 Jahre lang soll es diesen Weg schon geben, der seinen Namen durch einen Priester bekommen hat, der auf der Flucht vor Soldaten mit seinem Pferd hier angeblich in einem Satz über die Berge gesprungen sein soll. Wir fahren weiter zur Iberac-Halbinsel und auf den Ring of Kerry. Die berühmteste aller Küstenstraßen ist touristisch sehr beliebt. Richtig schön ist diese Halbinsel aber erst abseits der großen Ringstraße. Denn auf dem 180 Kilometer langen Ring of Kerry sieht man vor allem eins: Autos und Reisebusse. Am westlichen Ende der größten Halbinsel Irlands wird es dafür wieder ruhig und idyllisch. Dieser kleine tolle Strand hier nennt sich St. Finans Bucht. Wir trauen unseren Augen kaum, als sich hier abends um 8:30 Einheimische in die Fluten stürzen. Die Wassertemperatur hier beträgt allerhöchstens 15 Grad und die Lufttemperatur war nur knapp darüber. Harte Kerle, diese Iren. Einer davon ist Tony, der Surfer. Er ist Lehrer im nahegelegenen kleinen Örtchen und erzählt uns einiges über Irland. Wir schießen noch ein paar Fotos von diesem wunderbaren Ort, der am Ende der Reise einer meiner Lieblingspunkte von Irland sein wird. Es hatte schon fast etwas Meditatives, den meterhohen Wellen hier zuzuschauen. Auch die Bekanntschaft mit dem netten Iren Tony hat diesen Ort zu einem ganz besonderen gemacht. Für die heutige Übernachtung haben wir den Mannix Point Campingplatz ausgewählt, den wir nach 16 Kilometer Fahrt über eine kleine kurvige Landstraße erreichen. Der Campingplatz liegt an einem schmalen Meeresarm des Atlantiks und bietet gute Aussicht zur vorgelagerten Insel Focal Islands. Jeden Abend gibt es heute Nudeln und Guinness, mit direktem Blick aufs Meer. Ja, der dritte Morgen auf der Insel. Heute schaut das Wetter leider nicht mehr rosig aus. Ich sitze jetzt gerade hier im Zelt und warte, bis ein bisschen weniger regnet zum Abbauen. Aber richtig gut schaut es hier noch nicht aus. Oh oh. Generell habe ich mit dem Regen beim Motorradfahren kein Problem. Nur zum Zeltabbauen ist eine kleine Trockenphase nicht schlecht, da sonst am nächsten Abend das komplette Equipment durchnässt ist. Wir haben Glück und können in einer kurzen Regenpause das Zelt abbauen und starten unseren Trip. Gut gelaunt fiebern wir dem nächsten Highlight entgegen. Nach knapp einer Stunde Fahrt befinden wir uns auf dem Cape of Dunlow. Über steinerne Brücken und vorbei an vielen Seen windet sich diese Passstraße hier gemächlich bergauf. Wie auch schon den Healy Pass und den Priest's Leap kann ich diese Straße hier für Motorradfahrer nur empfehlen. Selbst bei dem Nieselwetter hatte ich hier ein Dauergrinsen unter dem Helm. Vielleicht war auch gerade wegen dem schlechten Wetter und den wolkenverhangenen Bergen die Stimmung hier so mystisch schön. Die Brücke hier nennt sich übrigens Wishing Bridge. Über sie wird erzählt, dass ein auf ihr stehend geäußerter Wunsch in Erfüllung geht. Der Wunsch muss natürlich geheim bleiben. Wie auch schon die vorhergehenden Passstraßen in Irland ist auch die Straße hier verdammt schmal, was zum Motorradfahren echt Spaß macht. Doch mit dem Auto sind diese Straßen nicht möglich zu fahren. Weiter geht es durch wilde Wiesen und vorbei an schönen Wasserfällen wieder zurück auf die Hauptstraße N71. Hier an der Westküste sind auch die Hauptstraßen schön zu befahren. So kommen wir vorbei direkt am Loch Lane. Loch ist übrigens irisch für Loch und bezeichnet einen See. Knapp 50 Kilometer später sind wir wieder am Atlantik. Wir befinden uns jetzt auf dem letzten der vier Finger, der Dingle-Halbinsel. Genauer gesagt auf dem Inch Beach. Hier drehen wir ein paar Runden auf dem kilometerweiten weißen Sandstrand.
Was für eine Gaudi. Wir fahren weiter Richtung Westen, zum Ende der Dingelhalbinsel. Die Straße hier am Meer entlang ist mehr als genial. Hoch über den rauen Wellen des Atlantiks fährt man hier in unzähligen Kurven durch zerklüftete Bergwelten. Dieser Aussichtspunkt hier nennt sich Sleahead. Er ist benannt nach dem Sleahead Drive, einem 47 Kilometer langen Rundweg durch die Dingelhalbinsel. Wir befinden uns hier auf dem westlichsten Punkt des europäischen Festlandes, sofern man Irland dazu zählen darf. Der Tag wird immer noch sonniger und wir erreichen das Dunquin Pier. Das Pier liegt in einer traumhaften Kulisse an einem von Klippen gesäumten Küstenabschnitt. Malerisch windet sich ein schmaler Weg hinab zum Pier, von dem die kürzeste Fernverbindung hinüber zu den Basketinseln startet. Das Pier gibt ein tolles Fotomotiv ab. In nur 2 Kilometer Entfernung treffen wir auf den angeblich schönsten Strand Irlands. Der Comenul Beach macht wirklich richtig was her. Bei so einer traumhaften Kulisse übermannen uns die Glücksgefühle und wir stürzen uns in die 15 Grad kalten Wellen des Atlantiks. So muss eine Motorradtour laufen. Irland hat jetzt wirklich alles zu bieten, was man sich vorstellt von so einer Reise. Frisch durchgespült vom Salzwasser setzen wir uns wieder auf die Räder. Der Hauptort der Dingelhalbinsel ist übrigens Dingel, wer hätte es gedacht. Und sie ist bekannt für ihren Delfin Fungi, der sich hier laufend in der Bucht blicken lässt. Mit Volldampf fahren wir weiter auf den 456 Meter hohen Connard Pass. Er ist die zweithöchste Passstraße Irlands. Oben angekommen versuchen wir uns durch Offroad-Strecken noch ein bisschen höher zu schrauben. Wieder auf Asphalt angekommen verlassen wir den Connard Pass in nordöstlicher Richtung und fahren Richtung Castle Gory. Hier wollen wir wieder einen Schlafplatz direkt am Meer suchen. Die gesamte Route inklusive aller Koordinaten unserer Schlafplätze findet ihr übrigens wie immer in der Videobeschreibung. Dieser Wildcampingplatz hier war der beste, den wir gefunden haben auf unserer Reise. Am Ende einer Landzunge sind wir hier auf einem großen Feld direkt am Meer. Diesen Platz würde ich jedem 5 Sterne Luxushotel vorziehen. Einfach genial! Wildzelten ist in Irland übrigens gesetzlich nicht erlaubt, aber es wird von allen Einheimischen toleriert und geduldet, solange man seinen Platz wieder sauber verlässt, was für uns selbstverständlich ist. Wir lassen diesen genialen Tag mit ein paar Angelversuchen ausklingen. Gefangen haben wir leider nichts, gut, dass wir zuvor im Supermarkt einkaufen waren. Heute gibt es Steak und Nudeln und reichlich Guinness. Die Nacht war kurz und windig. Doch früh morgens um 9 stehen wir auf und packen unsere Sachen zusammen. Heute verlassen wir die Dingelhalbinsel. Auf meinem Ranking ist sie die schönste der 4 Landzungen im Südwesten Irlands. Platz 2 teilen sich Meetsen und Barrier und auf dem letzten Platz landet Iveragh mit dem touristisch überlaufenen Ring of Kerry. Jedoch ist für jeden Irlandbesucher gerade mit dem Motorrad jeder der 4 Finger Pflicht zu fahren. Denn hier ist wirklich der schönste Teil von Irland gewesen.
Auf direktem Weg fahren wir zur Tarbert-Fähre, mit der man sich für 9 Euro ca. 140 Kilometer langweiligen Landweg sparen kann. Nach 20 Minuten kommen wir in Killimer an. Von hier ist es nur noch ein Katzensprung zu den Cliffs of Moher. Die bis zu 214 Meter hohen Klippen sind wirklich eine tolle Attraktion, die man in Irland natürlich unbedingt besuchen muss. Doch das denken leider auch alle anderen Irlandbesucher. So ist man hier auf dem Wanderweg dicht an dicht mit vielen Touristen gedrängt. Nichtsdestotrotz genießen wir die gigantische Aussicht. Die Wellen rauschen gegen die Steilwände und unzählige Vögel beeindrucken mit riskanten Flugmanövern. Laut offiziellen Angaben gibt es an diesen Klippen 30 verschiedene Vogelarten, unter anderem auch die niedlichen Papageientaucher namens Puffins und wenn man Glück hat, sieht man hier sogar einen Wanderfalken. Im nahegelegenen Ort Doolin kann man alle möglichen Bootstouren buchen, von Delfin über Walwatching bis hin zu Vogelbeobachtungen. Ein wirklich toller Ort und definitiv ein Highlight auf unserer Reise. Auf der Küstenstraße geht es weiter und kurze Zeit später erreichen wir einen Ort, der sich De Burren nennt. Übersetzt heißt das steiniger Ort, was hier sicher gut zutrifft. Auf einem Gebiet von über 250 Quadratkilometer reiht sich hier Steinplatte an Steinplatte und ergibt so ein karges Landschaftsbild. Der Surfer Tony, den wir am Vortag kennengelernt hatten, findet, dass dieses Gebiet das schönste von Irland ist und geht hier gerne wandern. Wir fanden die Burren ganz okay, aber es ist definitiv nicht der schönste Ort von Irland. Es ist spät geworden und wir fahren weiter nordwärts, um uns einen Schlafplatz zu suchen. Heute steht wieder Wildcamping auf dem Programm. Circa 15 Kilometer hinterhalb der Stadt Galway werden wir fündig. Ein kleiner Parkplatz mit Wiesenflächen direkt am Meer und zwei tolle Sandstrände nur einen Steinwurf entfernt. Unser Wildcampplatz für heute Nacht ist gefunden. Auch dieser Platz war genial. Wieder geht ein toller Tag zu Ende. Der nächste Morgen hat wieder Regen für uns bereit. Na, wie war die Nacht? Gut. Gut, aber zu kurz. Diesmal kommen wir nicht drum herum, unsere Sachen im strömenden Regen abzubauen. Doch wir wollen uns nicht beschweren. Das Wetter war bisher in Irland deutlich besser als erwartet. Entlang der Südküste der Region Galway fahren wir weiter auf die Gorumna-Insel, die man auf der Landstraße R374 erreicht. Über viele steinerne Brücken fahren wir in eine sehr einsame und abgeschiedene Ecke Irlands, die sich überwiegend durch die Fischerei ernährt. Die jetzt folgende Straße bekommt von mir auch einen Highlight-Stern. Sie führt durch die legendären Moorlandschaften vom Connemara-Gebiet. Die 10 Kilometer lange Straße ist eine Abkürzung von der R341 Richtung Ballinaboy. Es gibt Orte, die wirken bei Regenwetter schöner wie bei klarem Wetter. Und dieser hier war definitiv einer davon. Wir fahren weiter in Richtung Clifton, der inoffiziellen Hauptstadt der Connemara-Region. Hier befahren wir bei strömendem Regen die 15 Kilometer lange Sky Road. Ihr Name kommt daher, da es hier angeblich solche Steigungen gibt, dass man sich vorkommt, als würde man in den Himmel fahren. Zurück in Clifton setzen wir uns völlig durchnässt in einen Pub und stärken uns mit einheimischem Gebräu. Frisch aufgewärmt geht es weiter. Vorbei am Kilmore Abbey halten wir am River Avrif. Während Marco und Victor versuchen, einen Lachs zu fangen,
mache ich ein paar Aufnahmen mit meiner DJI-Drohne. Die Gegend hier ist wieder deutlich weniger besiedelt als die am Vortag und gefällt mir auch wieder besser. Zeitweise war nämlich die mittlere Westküste ziemlich landwirtschaftlich geprägt. Hier ist es wieder naturbelassener. Wir fahren weiter zu der meiner Meinung nach schönsten Region Irlands, den Achill Islands. Um ca. 21 Uhr erreichen wir den sogenannten Keel Beach. Hier checken wir ein auf einem sehr schön gelegenen Campingplatz. Nachdem wir bei fast 70 km/h Wind unsere Zelte aufgebaut haben, bleibt noch Zeit für einen kleinen Abendspaziergang. Mitte Juni bleibt es hier oben im Norden fast bis halb 12 Uhr abends hell. Die Stimmung und die Aussicht am Abend an diesem Strand waren wunderbar schön. Am nächsten Morgen hatten wir wieder herrlichstes Sommerwetter. Der Juni hat sich für uns bis jetzt als ein sehr guter Reisemonat für Irland bewährt. Bei perfektem Motorradwetter fahren wir Richtung Keane Bay, dem Tageshighlight. Der Keane Bay liegt im Westen von Achill Island und ist eine der schönsten Buchten Irlands laut offiziellen Angaben. Auch auf unserem Ranking der schönsten Orte Irlands spielt dieser Strand auf jeden Fall bei den Top 5 mit. Schon die Anfahrt über die gewundene Klippenstraße lässt das Motorradfahrerherz höher schlagen. Unten angekommen bietet sich ein geniales Fotomotiv mit dieser kleinen Hütte und diesem rauschenden Bächchen. Ein wirklich idyllischer und ruhiger Ort, der noch nicht touristisch überlaufen ist. Allgemein kann ich sagen, wenn ich eine Woche Zeit hätte für einen Familienurlaub oder einen Standorturlaub in Irland, dann würde ich dafür die Achill Islands auswählen. Hier hat mir die Natur am allerbesten gefallen. Wir verlassen die Achill Islands und fahren weiter nördlich auf die nächste Landzunge, der Mullet. Vorbei am mit der Blue Flag ausgezeichneten Strand vom Ely Bay fahren wir weiter zum Black Sword Point. Nach diesem kleinen Steinkreis kommen wir weiter zum Dunamo Point. Hier präsentiert sich die Mullet-Halbinsel von ihrer rauen Seite. Eine scharfe Klippenlandschaft bestimmt die Szenerie. Wir fahren fast 150 km weiter, hauptsächlich durch landwirtschaftliches Gebiet und kommen zum Glencar-See. Hier erreicht man nach einer 5-minütigen Wanderung einen Wasserfall. Tosend prasselt das Wasser in das riesige Becken hinein, wo es zu Gischt zerstaubt, bevor es in Form eines kleinen Baches weiter zum Glencar Loch fließt. Als Fotomotiv war dieser Wasserfall ganz okay, doch auf meinen Reisen habe ich schon deutlich schönere gesehen. Ein paar Kilometer weiter erreichen wir den 530 Meter hohen Berg Ben Bulbin. Er gilt als fotogenster Berg Irlands. Mit dem Classy Barn Castle und dem Berg im Hintergrund schießen wir das nahezu perfekte Foto. Das war's auch schon für diesen Tag. Wir haben wieder einen Lagerplatz direkt am Meer gefunden. Als nachts die Ebbe einsetzte, konnten wir fast 500 Meter ins Meer wandern. Nach ein paar Guinness zu viel machen wir hier eine kleine Seafood-Safari. Am nächsten Tag ist der Himmel bewölkt und wir brechen schnell unsere Zelte ab und fahren wieder los. Nach circa einer halben Stunde Fahrt befinden wir uns auf dieser tollen Straße hier, die direkt zu den Slieve-Leag-Klippen führt. Auch dieser Ort schafft es in meinem persönlichen Ranking mit unter die tollsten Orte Irlands.
Diese Klippen hier sind mit einer Höhe von 600 Metern eine der höchsten Klippen in Europa, was sie auch zur Hauptsehenswürdigkeit in der Region Donegal macht. Eine tolle Atmosphäre hier oben, dem stürmischen Wetter zu trotzen. Wir fahren weiter durch Geltacht-Gebiet. Geltacht bezeichnet Regionen in Irland, in denen Irisch die offiziell vorherrschende Sprache ist. Normalerweise ist Englisch die Amtssprache, doch in diesen Regionen wird noch traditionelles Irisch gesprochen. Fast all diese Gebiete sind an der Westküste und zeichnen sich meiner Meinung nach durch eine große Einsamkeit und Naturbelassenheit aus. Fast schon ähnlich den schottischen Highlands. Am Strand von Bunbeg finden wir das Bunbeg Wreck Caranamara. Ein Fischerboot aus Holz, das in den 70er Jahren bei stürmischer See hier gekentert ist. Wir haben Glück, dass gerade Ebbe ist und so können wir über den Meeresboden direkt bis zum Wrack fahren. Solche Aktionen würden in anderen Ländern sicher zu Unmut bei der Bevölkerung führen. Doch nicht in Irland, hier sind einfach alle cool drauf. Und so kann man auch mal ein bisschen mehr Spaß machen. Bis auf ein paar kleine Pausen hat es heute den ganzen Tag in Strömen geregnet. Deshalb suchen wir im Ort Letterkenny nach einer trockenen Unterkunft. So, heute Bed and Breakfast. Sind nass bis auf die Knochen. Ganzen Tag im Regen gefahren. Eine Unterkunft in der Zivilisation ermöglicht es uns endlich mal in einem original irischen Pub ein paar Guinness zu trinken. Nach einer sehr erholsamen Nacht starten wir mit trockenen Klamotten wieder unsere Tour. Wir verlassen den Wild Atlantic Way und starten auf der Causeway Coastal Route. Die Coastal Route ist ähnlich dem Wild Atlantic Way, nur eben an der Nordküste. Und somit in Nordirland, welches zu Großbritannien gehört. Hier bezahlt man in Pfund und misst in Meilen und Fuß. Die Causeway Coastal Route ist gespickt mit einer Sehenswürdigkeit nach der anderen. Wir starten hier am Musenten-Tempel. Kurze Zeit später sind wir am Joey Dunlop Memorial. Wieder ein paar Kilometer weiter kommen wir vorbei an den White Cliffs zum Dunluce Castle. Hierbei handelt es sich um eine der größten mittelalterlichen Burgen in Irland. Sie liegt traumhaft auf zerklüfteten Basaltfelsen. Wieder 5 Kilometer weiter kommen wir zu den Chigan's Causeway. Hier ist nach den Cliffs of Moher sicher der zweitgrößte Touristenmagnet der gesamten Insel. Der riesige Damm, der ein Stück ins Meer hinausragt, besteht aus etwa 40.000 gleichmäßig geformten Basaltsäulen, die ein Alter von etwa 60 Millionen Jahren aufweisen. Sie sollen durch Lava-Eruptionen entstanden sein. Die meisten Säulen sind sechseckig und die längsten von ihnen 12 Meter. Wirklich unglaublich, was die Natur hier geschaffen hat. Gut 20 Kilometer weiter kommen wir auf The Dark Hedge. Hierbei handelt es sich um eine Allee aus knorrigen 250 Jahre alten Buchen. Die Straße diente auch schon als Filmkulisse für die Serie Game of Thrones. Der nördliche Wendepunkt ist erreicht. Wir fahren wieder südlich und kommen zum Kinbane Castle. Und ihr habt es wahrscheinlich schon vermutet, auch dieser Platz kommt unter meine Top 5 in Irland. Einfach genial, wie das kleine Castle am Fuße dieser Felsnadel steht. Die steil aus dem Wasser ragende Felsnadel ist der Grund, warum mir dieser Ort so gut gefallen hat. Ein tolles Gefühl, bei untergehender Sonne hier oben zu stehen. Zeit weiterzufahren. Es ist spät geworden und wir haben größte Mühe, einen geeigneten Schlafplatz zu finden. Die Nordküste ist wirklich sehr dicht besiedelt. Und so geben wir um 23 Uhr unsere Suche auf und fahren auf einen Campingplatz. Am nächsten Morgen ist es schon wieder schönes Wetter. Mann, haben wir ein Glück.
Wir fahren wieder weiter auf der Causeway Coastal Route. Die Nordküste ist ebenfalls sehr schön, doch kann es keinenfalls mit der Westküste aufnehmen. Die Westküste war viel einsamer, rauer und wilder. In Nordirland spürt man den westeuropäischen Kapitalismus und irgendwie waren die echten Iren cooler drauf. Wahrscheinlich hat mich auch deshalb Belfast nicht vom Hocker gehauen. Nach einem schnellen Besuch am Titanic Museum fahren wir wieder weiter. Ab auf die Autobahn und wieder zurück nach Irland. Nach 160 Kilometern erreichen wir die irische Hauptstadt Dublin. Unser erster Fotostopp hier ist das Guinness Storehouse. Hier hat Arthur Guinness vor über 250 Jahren das edle Gebräu erfunden. Der Charme von Dublin hat uns sofort in seinen Bann gezogen und so entscheiden wir uns für eine lustige Stadtrundfahrt auf den Motorrädern. An jeder Ecke lachen und winken uns die Leute zu. Vier verrückte Deutsche auf dem Motorrad sehen die hier wohl nicht oft. Eigentlich wollten wir hier nur noch ein Foto vor der Tempelwahr machen und dann weiterfahren. Doch Dublin hat uns so in seinen Bann gezogen, dass wir kurzerhand ein Hotel hier suchen. Die Party kann losgehen. In der Tempelbar kann man zwischen 350 verschiedenen Whiskys wählen. Und natürlich auch Guinness wird hier in traditionelle Pints abgefüllt. Gezapft wird Guinness übrigens hauptsächlich mit Stickstoff, daher kommt der feine Schaum. Bis zur Sperrstunde treiben wir uns in Dublins Pubs herum. Deshalb lassen wir den nächsten Tag ganz gemütlich angehen. Wir lassen den Großstadtstress hinter uns und fahren wieder in die Natur. Heute stehen die Wicklow Mountains auf dem Programm. Die R115 führt uns auf das 518 Meter hohe Sally Gap, die höchste Passstraße Irlands. Hier im Nationalpark sind schier endlose Weiten, die von Heidekraut und ein paar anderen flachen Gräsern überwachsen sind. Ist sehr stille, so gut wie kein Auto, weit und breit. Genau so hatten wir uns das vorgestellt. Die Wicklow Mountains sind übrigens nur 30 Kilometer von Dublin entfernt. Hier oben gibt es viele idyllische Seen. Der schönste und bekannteste von ihnen ist der Lough Tay. Wir fahren weiter und kommen zu der Klosterstadt St. Kevin. Sie ist benannt nach dem heiligen Schutzpatron der Hauptstadt Dublin, Kevin von Wicklow. Heute bietet das alte Kloster und der umliegende Friedhof ein tolles Fotomotiv. Wir versuchen jede Straße des Nationalparks einmal zu fahren. Das ist an einem Tag leicht machbar. Der Park ist 200 Quadratkilometer groß und ist einer der 6 Nationalparks von Irland. Die Wicklow Mountains fand ich in den Hochebenen sehr schön. Wobei ich aber finde, dass es sich hier weniger um Mountains, sondern mehr um Hügel handelt. Der höchste von ihnen ist nur 925 Meter hoch. Doch trotzdem hat mich hier die Einsamkeit und die Weite der Moorlandschaft sehr beeindruckt. Und natürlich kam der Motorradfahrspaß auf den kurvigen Straßen hier nicht zu knapp. Wobei die Qualität der Straße wie überall in Irland sehr schwankend war. Ich mag es jedoch, wenn die Straßen kaputt und hügelig sind. In der kleinen Ortschaft Blessington decken wir uns noch mit Guinness für die Nacht ein, bevor wir weiterfahren, um einen Schlafplatz zu suchen. Im Glenmalure-Tal werden wir fündig. Wir übernachten auf dieser Motocross-Strecke. Nach dem Zeltaufbau schmeißen wir unsere Gaskocher an und machen ein schönes Lagerfeuer. Der letzte Abend auf der Insel war nochmal ein gelungener Abschluss der Tour. Am Lagerfeuer unterhalten wir uns bis tief in die Nacht über unsere nächsten Ziele mit dem Motorrad. Am nächsten Morgen genießen wir nochmal die Ruhe hier oben in den Bergen. Ein wahnsinnig toller Ort und ein wahnsinnig tolles Land.
ich kann es wirklich nur jedem empfehlen, hier mal mit dem Motorrad herzukommen. In meinem persönlichen Ranking, finde ich, kann man Irland schon mit Schottland vergleichen, wobei Schottland noch ein bisschen dünner besiedelt ist und somit noch ein bisschen mehr Natur bietet. Mein absoluter Favorit in Nordeuropa bleibt aber Norwegen. Schreibt mir mal gerne in die Kommentare, welche Länder ihr am besten fandet und was man unbedingt noch gesehen haben muss. Wir verlassen diesen tollen Wildcampingplatz und fahren zurück zur Fähre. Wir haben nur ca. 115 Kilometer vor uns und dafür bis abends um 20 Uhr Zeit. Auf dieser Fahrt macht sich bei mir eine große Erleichterung breit. Wir haben alle unbeschadet das Motorradabenteuer Irland überstanden und kehren heil zurück zu unseren Familien. Wie fast überall lernen wir auch beim Warten auf die Fähre wieder ein paar nette Einheimische kennen. Die Gastfreundschaft ist übrigens noch ein dicker Pluspunkt für Irland. Das habe ich noch nirgendwo sonst so erlebt. Geschafft, aber überglücklich, werfen wir nochmal einen letzten Blick auf die wilde Insel im Atlantik. Bei meterhohem Wellengang und schaukelndem Schiff legen wir uns auf den Flur zum Schlafen. Am Freitagnachmittag um 16 Uhr legen wir in Sherbrooke in Frankreich an. Hier hat 14 Tage zuvor unsere Tour begonnen. 1200 Kilometer sind es jetzt noch nach Hause. Den Großteil wieder über die extrem teure französische Autobahn. Mit diesen Bildern verabschiede ich mich von euch. Wir fahren noch bis tief in die Nacht nach Hause. Wenn euch der Film gefallen hat, dann lasst mir gerne ein Abo da. Und schaut gern auch noch meine anderen Filme auf YouTube.